Milliardenübernahme, Ausgabenrekord und Tuchel-Entlassung. Todd Boehly versucht dem FC Chelsea in kürzester Zeit seinen Stempel aufzudrücken. Der Nachfolger von Roman Abramowitsch will möglichst schnell sein eigenes Chelsea formen. Was in London seit der Übernahme passiert ist, wie es zur Entlassung von Champions-League-Sieger Thomas Tuchel kam und wie Todd Boehly eigentlich tickt, das wollen wir euch jetzt erklären. So einfach es geht. Fangen wir an. Ende Mai kaufte eine Investorengruppe rund um Boehly den FC Chelsea und befreite den Verein damit kurz vor dem Beginn der Transferphase von seinen wirtschaftlichen Fesseln. Unter Vorgänger Abramowitsch war Chelsea noch zum Zuschauen verdammt, während Stars wie Antonio Rüdiger ohne Ablöse den Verein verließen. Mit Boehly waren die Blues dann wieder handlungsfähig, also wieder Transfers à la Havertz und Lukaku? Noch nicht ganz. Eine wichtige Personalie musste nämlich noch geklärt werden. Dabei ging es um Marina Granovskaya. Die gebürtige Russin war lange Zeit Sportdirektorin und hinter den Kulissen die Hauptverantwortliche für Transfers. Eine Position, die nach Granovskayas Abgang im Juni Todd Boehly persönlich interimsweise übernahm. Der Wunsch der neuen Clubführung war ursprünglich, dass sich Tuchel auch um diesen Bereich mehr kümmert, doch der lehnte ab und wollte sich lieber aufs Sportliche konzentrieren. Boehly war also ab diesem Zeitpunkt nicht nur als Geldgeber in Transfers verwickelt. Und hier wird es jetzt kurios. In einem strategischen Meeting im Sommer soll Boehly laut The Athletic Trainer Thomas Tuchel eine neue Formation vorgeschlagen haben. Die Formation war ein 4-4-3. Ja, nochmal ganz langsam, 4-4-3. Wow. Okay, die USA und Fußball, eine richtige Liebesgeschichte ist das halt einfach noch nicht. Naja, Tuchel war jedenfalls nicht begeistert und beharrte verständlicherweise auf seinem eingespielten System. Für dieses wurde im Sommer dann auch eingekauft und zwar so richtig. 282 Millionen Euro wurden in der vergangenen Transferphase ausgegeben. So viel hatte vorher noch nie ein Team aus der Premier League in einem Sommer in die Hand genommen. Geholt wurden unter anderem Marc Cucurella, Raheem Sterling, Kalidou Koulibaly, Wesley Fofana und Pierre-Emerick Aubameyang. Aber es kam eben auch eine Person nicht, Cristiano Ronaldo. Der Portugiese soll einer der Auslöser für die Unstimmigkeiten zwischen Tuchel und Boehly gewesen sein. Boehly wollte CR7 unbedingt, Tuchel wollte ihn auf keinen Fall. Am Ende sollte sich Tuchel durchsetzen und mit Aubameyang sogar seinen Wunschstürmer bekommen. Ein weiterer Unruheherd war offenbar Boehlys Faszination für den damaligen Brighton-Coach Graham Potter. Zu diesem soll der Besitzer laut dem englischen Telegraph schon länger Kontakt gehabt haben. Cucurella war dem Bericht zufolge schon damals ein Potter-Transfer. Sollte das stimmen, ist es klar, warum es für Tuchel so schnell vorbei war. Und noch klarer, warum Boehly für Potter auch gerne 20 Millionen Euro in die Hand nimmt. Immerhin sieht er in ihm einen der, Zitat, aufregendsten Trainer im Fußball. Und jetzt seid ihr dran. 4-4-3, eigentlich eine gute Formation, um den Gegner in Unterzahlsituationen zu bringen, oder? Okay, Spaß beiseite. Glaubt ihr, Boehly prägt noch eine erfolgreiche Ära bei Chelsea? Schreibt es uns in die Kommentare und lasst ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat.